Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing von mir. Heute packen wir Puppy Command Second Blood aus. Das ist ein Spiel, davon habe ich auch schon die Demo als Livestream bei mir auf dem Kanal gehabt. Da hat sogar der Entwickler selber zugeschaut und ein paar Tipps zugegeben, was ich ziemlich cool fand. Und ja, das habe ich mir dann auch direkt bei den Book Studios bestellt. Nachdem ich dann wusste, was die damit meinten, von wegen mit den Waffen lockt, habe ich dann auch dann langsam in das Spiel reingefunden und habe das dann auch die Demo komplettiert, also zu Ende gespielt. Und fand das eigentlich schon ziemlich cool und habe gedacht, das muss man auch weiterspielen. Und die Hülle ist schon wieder typisch von Book Studios. Da tut sich eigentlich nichts bei den Hüllen, nur die Covergestaltung und Drucks vor allem machen uns dann den Unterschied. Und hier haben wir schon recht schönes Cover, wie ich finde, mit dem Puppy und dann die Omi. Und was auch ziemlich cool ist, hier dieses typische Gitter von dem Sega Mega Drive, was es ja früher auch immer gab, haben sie hier mit Stacheldraht, so NATO-Draht sogar gemacht. Und das sieht schon ziemlich cool aus, weil es halt diese Anlehnung an die alten Sega Mega Drive Spiele ist und trotzdem halt diesen neuen Puppy Command Charm hier beibehält, wo die Oma da auch mit dem Fallschirm runterspringt und ich auch hier mit den Bildern von dem Spiel und den Text, das ist schon ziemlich cool gemacht. Wie von dem Buchstuhl ist eigentlich nicht anders zu erwarten. Tja, gucken wir uns auch das Menü natürlich an. Und auch das ist wieder in guten Druck, schön farbig gehalten und auf Englisch das Ganze erklärt. Bigger, longer, harder. Und ja, hier sind die verschiedenen Gegnertypen, also die Autotypen, die man auch abschießen muss. Und dann noch die Tastaturbelegung, das ist ja anscheinend auch hier mit, also zwei Spieler ist es zu spielen. Das konnte ich dann leider nicht ausprobieren. Das ist nochmal erklärt. Und hier sind die einzelnen Gegnertyp nochmal und die Items, was da alles dabei ist. Und hier mit dem Shop, was man dann noch upgraden kann. Und dann noch die Credits und ein paar Notizen, die ich selber nie benutze. Sehr schön, auf jeden Fall auch das wieder gestaltet. Das Modul kommt hier sogar nochmal in so einer extra Folie daher. Und hat wieder die Mega Drive. Oder generell diese Schrauben, die es oft immer bei den Spielen Kassetten auch gab, mit einem speziellen Schraubendreher. Tut es nicht unbedingt Not, aber ist halt dafür da, damit halt nicht jeder aufschrauben kann. Ist aber auch irgendwie unnötig, weil heutzutage kann man das gleich rausfinden, dass man dafür Schraubendreher braucht und sich sowas im Internet bestellen. So, wir haben hier eine Platine, wieder richtig schön von den Book Studios gemacht. Da wundert mich eigentlich, dass sie die nicht verkaufen. Die für den NES verkaufen sie ja auch in ihrem Shop, aber die für Mega Drive, die Platinen, die verkaufen sie da nicht. Wieder 1A Platine, sieht wunderschön aus. Kontakte sind auch okay, diesmal keine Fingerabdrücke drauf. Ja, so will ich, dass eine Platine von dem Spiel aussieht und dass sie auch hier vernünftig drin liegt, wo man das Spiel einlegen kann und dann nicht irgendwie was so Spacks ist wie bei dem Foxy Land. Das war ein bisschen, ja, schade, dass das Spiel da nicht so richtig drin lag. Also die Platine in dem Modul. Aber hier kriegen wir echt was Schönes für unser Geld. Das sollte auch so sein. Weil das sind nun mal wirklich einfach Liebhaber-Sammlersachen, dass man sich sowas kauft. Und nicht einfach nur, um so in das Spiel zu spielen. Weil dann kann man sich auch einfach die ROMs kaufen. Und da ist man dann auch wesentlich günstiger. Aber als Sammler möchte man sowas haben. Und hier nochmal das Label auch richtig schön. Und hier haben wir auch keinen so Knubbel von dem von der Gussform wie bei den NES-Spielen. Alles picobello ganz gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Freue ich mich in der Sammlung zu haben. Tja, das war's auch schon mit diesem kurzen kleinen Unboxing. Ich zeige das immer gerne mal, falls jemand danach sucht. Sind keine Dollen, deswegen mache ich jetzt auch hier nicht große Thumbnails oder so. Ist einfach nur so als kleiner Happen zwischendurch, dass man sich das mal angucken kann. Vor allem auch, wie gesagt, mit der Qualität der Platine. Da gibt es große Unterschiede bei diesen neu entwickelten Retro-Spielen. Deswegen zeige ich das immer gerne. Schreibt mir eure Meinung zu dem Spiel auch gerne unten in den Kommentaren. Ihr könnt ja auch gerne mal euch noch den Stream im Nachgang anschauen. Wenn ich dann denke, wird der dann hier oben bei dem i sein. Ansonsten findet ihr das relativ schnell. Puppy Command Fellow Plays eingeben, dann müsste das schon rauskommen. Aber das Spiel ist, wie gesagt, finde ich ganz cool. Auch so ein bisschen wie Xenocrisis halt, so von der Art her zu spielen. Und ja, ich habe da Spaß dran. Das werde ich dann, denke ich mal, auch in einem Stream nochmal weiterspielen. Das dauert allerdings noch einiges. Da kommt noch einiges vorher.
Und das war's an meiner Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.